Wenn dein Windows mal nicht mehr so möchte, wie du das machst, gerade wenn du länger gearbeitet hast, dann hilft ein Neustart. Oder vielleicht auch dieser Tipp, der eine Abkürzung zu deinem Neustart darstellen kann. Mein Name ist René Steyes, ich bin Gründer von ERS IT Service und in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du den Explorer einmal beenden und anschließend neu starten kannst, damit dein System wieder vernünftig arbeitet. Wenn Windows mal ein bisschen träge reagiert, kann ein Neustart helfen. Ein Neustart des Explorers kann aber auch helfen und geht wesentlich schneller. Wie man das macht, ist im Grunde genommen ganz einfach. Dafür brauche ich aber meine Tastatur. Und da drücke ich jetzt einfach mal die Steuerung und die Umschalt, also die Großschalttaste. Und wenn ich die beiden Tasten gedrückt habe, gehe ich ins Menü und klicke mit der rechten Maustaste einmal hier auf das Menü und schon habe ich hier den Punkt Explorer beenden. Klicke ich hier jetzt einmal drauf, wird der Explorer beendet und wir sehen, was sich jetzt erstmal so nichts tut. Um jetzt in den Explorer wieder reinzukommen, brauche ich wieder die Tastatur, drücke wieder die Steuerung Umschalt, aber jetzt auch die Escape-Taste. Es öffnet sich der Task Manager und hier kann ich jetzt unter Mehr Details, Datei, neuen Task ausführen, einfach mal den Explorer eingeben und schon habe ich wieder meinen Explorer da. Unter Umständen läuft das System jetzt wesentlich schneller. Klar, dieser Weg ist jetzt ein wenig komplizierter, aber wenn man ihn ein paar Mal gegangen ist, auf jeden Fall wesentlich schneller, als wenn ich den kompletten Computer direkt neu starte. Wenn das nächste Mal dein System träge reagiert, dann probier doch mal den Tipp aus und schreib mir deine Meinung zu diesem Tipp in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, machst du immer einen Neustart? Nutzt du diesen Tipp? Ist das vielleicht deine Abkürzung, die dich schneller zum Ziel führt? Alles gerne in die Kommentare rein und auch gerne, wenn du weitere Fragen zum Thema hast. Wenn du es ein bisschen professioneller haben möchtest und mich beauftragen möchtest, dass bei dir die Systeme wieder vernünftig funktionieren und deine Fragen keine Fragen mehr sind, hey, dann nutzt doch die 0421 64 37 576 oder die E-Mail-Adresse service@freude-an-der-it.de. Dann hast du den direkten Draht zu mir und dann kann ich dir vermutlich über Fernwartung oder auch direkt vor Ort, ich oder einer meiner Partner, dir helfen, damit deine EDV aufs nächste Level kommt. Sofern du es noch nicht gemacht hast, hey, dann abonnier doch den Kanal und mach einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir, was du dieses Video magst. Und das ist das Schöne, wenn man One-Take macht. Das zeigt mir, dass du das Video toll findest, ich in dem Bereich weitermachen kann. Und natürlich, wenn du das Abo da lässt, hey, dann wirst du auch weiterhin informiert, wenn es von mir was Neues gibt. So, ich hustle mich dann jetzt gleich zum nächsten Video, in dem ich mich freue, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.